So, nun noch etwas genauer zu der Cluster-Order von Optics. Das sind jetzt auch ganz neue Folien. Wenn da noch Fehler drin sind, bitte einfach im Forum melden. Dann kann ich die korrigieren und die neuen Versionen hochladen. Wir wollen uns jetzt etwas anschauen, was für Eigenschaften die Punkte in der Clusterordnung haben, was die Clusterordnung über diese Punkte aussagt. Das ist jetzt ein anderer Datensatz, aber auch das ist ein echter Optics-Plot. So, diese zwei Punkte, A und D, und der Punkt A ist jetzt links von D, also vorher in der Clusterordnung. Was wissen wir jetzt an Eigenschaften über diese beiden Punkte? Können die miteinander verbunden sein, erreichbar sein? Das sind die Fragen, die uns hier interessieren. Da können wir durchaus in den Termen von dbScan hier erst einmal arbeiten. Man sieht relativ leicht, dass wenn ich von A aus D erreichen kann, dann muss es auch eine Reihe von Punkten geben in dieser Clusterordnung, sodass ich bei A beginnend bis D laufen kann. Und in jedem Schritt, jeder Schritt ist kleiner gleich Epsilon. Das ist jetzt nicht an der X-Achse der Clusterordnung, sondern an der Y-Achse. Das heißt, alle Höhen da drinnen sind kleiner gleich Y. Das bedeutet aber auch, dass wenn ich also von A aus D erreichen kann, mit eben einem Epsilon, einem gegebenen Epsilon, dann darf kein Punkt dazwischen eine höhere Erreichbarkeitsdistanz haben als Epsilon. Das bedeutet im Umkehrschluss, wenn dazwischen eine Spitze liegt, deren Wert größer ist als Epsilon, dann kann ich von A aus D nicht erreichen. Mit eben mindestens diesem Epsilon. Wenn ich jetzt einen Punkt C dazwischen wähle, der eine höhere Erreichbarkeit hat, dann weiß ich auch, dass der Punkt D eben nicht von irgendeinem Punkt vor C erreichbar sein kann, der eine niedrigere Erreichbarkeit als B hat. Das heißt, nicht nur diese Spitze fällt weg, sondern alles, was links davon ist und niedriger. Das ganze Tal links von C, von keinem dieser Punkte aus kann ich D erreichen, weil ich sozusagen nicht an diesem C vorbeikomme. Denn zu dem Punkt, wo ich das C hinzugefügt habe, waren ja alle Punkte mit einem kleineren Epsilon verarbeitet. Das heißt, auch hier weiß ich, von B aus kann ich D nicht erreichen mit einem Epsilon, das kleiner ist als die Erreichbarkeit von C. Ein Pfad, der von A nach D führt, im Sinne von dem obrigen Punkt. Also wenn ich so eine Kette habe mit Schritten, wo ich von A bis D komme, dann weiß ich auch, dass die durch solche lokalen Maxima laufen muss. Denn das sind die Punkte, bei denen, die wir sozusagen hinzufügen mussten, wo es keine bessere Alternative gab. Danach kommen aber Objekte, die wieder besser waren. Die gab es vorher nicht, sondern die können erst durch C hinzugefügt worden sein. Und dadurch muss eben dieser Pfad dann auch durch C laufen. Er muss jetzt aber nicht so schön aussehen, wie ich ihn jetzt gerade eingezeichnet habe, sondern es kann durchaus sein, dass der so einen Umweg noch nimmt. Dass der hier einzelne Punkte da unten, nicht alle, aber einzelne da drinnen, ja, betrifft. Und dass ich den Punkt C also nicht direkt von A aus erreichen konnte, aber von einem Punkt zum Beispiel unten in dem Cluster. Das ist durchaus auch möglich, weil der Punkt A kann ja sehr ungünstig liegen. Aber auch das wäre jetzt halt ein Pfad, der eben durch dieses Maximum bei C hindurchläuft. Und deswegen macht es eben Sinn, an diesen die Cluster auch wirklich zu trennen. So, wie sieht es jetzt aus mit B und D? Kann ich eine Aussage darüber treffen, bei was für einem Epsilon B und D miteinander verbunden sind?
Wir haben schon gesehen, wenn ich C von B aus C nicht erreichen kann, weil die Erreichbarkeitsdistanz kleiner ist, dann könnte natürlich da nicht verbunden sein. Die spannende Frage ist jetzt aber auch, wann sind sie sicher verbunden? Da müssten wir uns etwas Gedanken darüber machen, von wo aus sie beide erreichbar sein müssen. Es muss ein Punkt sein, der über C drüber kommt. Das heißt, es muss ein Punkt sein, der mindestens so hoch liegt wie C, beispielsweise dort, wo eben der Punkt A liegt. Potenziell könnte ich vom Punkt A sowohl B als auch C erreichen und damit eben auch D. Aber es ist nicht garantiert. Da gibt es ein paar kleine Sonderfälle. Ich weiß eigentlich nur, dass es einen Punkt irgendwo da vorne geben muss, von dem aus ich diese Punkte irgendwie erreichen kann. Und zwar, wenn ich dort ein lokales Maximum habe. Das kann auch der erste Punkt sein, beziehungsweise der hat eine Erreichbarkeitsdistanz von endlich, dann der zweite Punkt. Aber wenn ich dort vorne ein lokales Maximum habe, ähnlich wie es bei C war, gibt es leider in diesem Datensatz hier kein Beispiel, dann wüsste ich, dass es dort auch wirklich, dass dieser Punkt die anderen erreichen kann. Das kann ich versuchen zu formalisieren. Und falls die Formel noch nicht ganz stimmt, bitte gerne eine Korrektur schicken. Ich nehme an, es gibt einen Punkt A'. Das ist das letzte lokale Maximum vor B und damit auch vor C und D hier, das eine höhere Erreichbarkeitsdistanz hatte als alles zwischen B und D, insbesondere auch C. Also es ist ein lokales Maximum, das heißt, es gab keine anderen Punkte mehr mit einem geringeren Wert. Das heißt, alle Punkte, die danach kommen, müssen eigentlich von diesem Punkt A' aus erreicht worden sein. Und das ist genau das, was ich dann hier ausnutze. Ich musste von dem aus B erreichen und von dem aus C erreichen. Und damit ist auch mein A' der Zeuge, von dem aus ich auch B, C und D erreichen kann. Und das Maximum ist halt potenziell dann der nächst kleinere Wert in diesem Bereich. Das wird leider sehr, sehr oft ein relativ schlechter Wert sein, den ich so herausbekomme. Aber es gilt dennoch, dass meistens eben auch der Punkt A durchaus ein Zeuge sein kann für B und D, selbst wenn ich ihn nicht dafür verwendet habe. Dieses Auswählen der Täler ist relativ zuverlässig. Wir können aber uns das Ganze noch etwas anders überlegen. Wir haben beim Bauen der Clusterordnung immer das Objekt mit der kleinsten Erreichbarkeit hinzugefügt. Die kleinste Erreichbarkeit ist eine Kante in dem Graphen zwischen den paarweisen Graphen aller Punkte. Und das ist in dem Sinne die kleinste Kante von dem mir aktuell vorhandenen Graphen. Beziehungsweise, wenn ich das in zwei Mengen auch teile, ich habe sozusagen die Punkte, die ich schon verarbeitet habe und alle ausgehenden Kanten zum Rest des Datensatzes. Von diesen wähle ich die kleinste. Die kleinste Kante hinzuzufügen ist eigentlich eine typische Vorhergehensweise von einem Spannbaum. Also eigentlich ist doch diese Clusterordnung so etwas Ähnliches wie ein minimaler Spannbaum. Dichte basiert noch, ich habe nicht meine normale Distanz, aber eigentlich ist es eine Art minimaler Spannbaum. Nur wir speichern sie in eine Liste. Also wo ist in dieser Liste der Baum? Die Liste ist eine Art Serialisierung des Baumes und sie ist eben dabei auch nicht eine perfekte Repräsentation davon. Was wir aber machen können, ist uns den jeweiligen Vorgänger speichern. Das heißt, wir speichern nicht nur das Ziel des Pfeiles, wie bisher, sondern wir speichern uns die ganze Kante. Dann haben wir effektiv den ganzen Spannbaum. Und das können wir dann ausnutzen, um bei der Cluster-Extraktion gerade diese Grenzfälle, wo es nicht klar ist, ob ein Punkt dazugehört oder nicht, korrekt zu lösen. Damit kann man die konvexen Hüllen insbesondere kleiner bekommen von den Clustern. Man ändert nicht sehr viel an den Clustern, weil es nur sehr wenige Vorgänger sind, die davon betroffen sind.
aber man kriegt die Ergebnisse noch ein kleines bisschen schöner, wenn man diese Zusatzinformation des Vorgängers nutzt, die ja effektiv eben diese Bauminformation ist. Dann muss man sich aber hier die Frage stellen lassen, ob die Clusterordnung überhaupt die richtige Repräsentation ist, mit der wir arbeiten sollten. Die hat ein paar ganz eigenartige Eigenschaften und manche versteht man, wenn man sich klar macht, was herauskommt, wenn ich einfach nur eine Gauss-Verteilung habe. Angenommen, ich habe eine perfekte Gauss-Verteilung mit wahnsinnig vielen Datenpunkten, ein sehr großes Min-Points, sodass ich eigentlich an jedem Punkt die theoretische Dichte als Schätzung herausbekomme. Wenn ich dann in der Mitte anfange, den Punkt mit der höchsten Dichte, dann haben alle Nachbarn eine niedrigere Dichte. Dann verarbeite ich diese Nachbarn in aufsteigender Dichte und ich finde ja immer weitere Punkte. Dann sieht man, dass das Verfahren eigentlich von innen nach außen, praktisch in konzentrischen Kreisen, sich nach außen arbeitet. Und das entspricht halt eben nicht einer gängigen Serialisierung eines Baumes. Am ehesten ist es einer Breitensuche oder so etwas, was ich hier mache. Und das ist natürlich hier nicht die praktischste Darstellung dafür. Aber das ist genau die Idee von Optics gewesen. Ich verarbeite die dichten Bereiche zuerst und hänge danach die weniger dichten Punkte an. So, das heißt, es passt nicht so ganz perfekt zusammen. Ich habe jetzt hier mal wieder den Mausdatensatz hergenommen, weil er schön wenig Punkte hat und wir ihn oft sehen. Wenn ich jetzt die Clusterordnung einzeichne, ich nehme den ersten Punkt, mache einen Pfeil zum zweiten Punkt, mache einen Pfeil zum dritten Punkt entlang der Clusterordnung, dann kriege ich das hier raus. Das Verfahren, der Durchlauf hier hat irgendwo relativ weit in der Mitte begonnen, wahrscheinlich bei sowas wie 0,5, 0,4, in so einem unteren, links unteren, leicht links unten von der Mitte von dem blauen Cluster, hat dann hier relativ lange mit dem Cluster gearbeitet. Und man sieht, dass das kein komplett zufälliges Verhalten ist, denn gerade die Outlier, die Kästchenpunkte außen herum, sind eigentlich sehr schön miteinander verbunden. Das heißt, die hat er nicht zufällig angesprungen, sondern die hat er sich in dem Sinne zum Ende hin aufgehoben. Und hier ist genau dieser Effekt, dass er die dichten Bereiche zuerst verarbeitet und danach in die weniger dichten Bereiche geht, bis er wieder einen dichteren Bereich findet. Das hat zum Beispiel bei dem grünen Cluster links oben sehr gut geklappt. Da gibt es genau zwei Kanten, die ihn mit dem Rest verbinden. Das heißt, das Verfahren ist in den grünen Cluster hereingelaufen, hat dort etwas verarbeitet, ist wieder herausgelaufen. Und analog ist es auch eigentlich bei dem orangenen Cluster rechts oben. Die Reihenfolge ist also nicht zufällig, aber sie ist eigentlich ziemlich chaotisch. Und deswegen können wir da auch nicht zu viel erwarten. Wenn die Punkte innerhalb des Clusters ziemlich bunt gemischt sind, dann brauchen wir uns da auch nicht so viel erhoffen. Ich kann jetzt aber stattdessen auch immer den Vorgänger mit dem Punkt verbinden. Nicht den Vorgänger in der Clusterordnung, sondern den Vorgänger im Baum. Den Punkt, von dem aus ich den Kandidaten am besten erreichen konnte. Und dann kriege ich das hier heraus. Und das ist jetzt ein klassischer Spannbaum. Es ist kein minimaler Spannbaum bezüglich der euklidischen Distanz, aber es ist ein minimaler Spannbaum bezüglich der Erreichbarkeitsdistanz. Zumindest dieser asymmetrischen Fall ist eine Approximation daran, weil der nicht symmetrisch ist. So, das ist, aber man sieht, dass diese Struktur viel, viel mehr Sinn macht. Und ich habe jetzt zwischen dem grünen und dem blauen Cluster zum Beispiel genau eine Kante. Ich habe die Ausreißer über ihren nächsten Nachbarn irgendwie an den eigentlichen Cluster angehängt. Und auf der Ebene möchte man doch eigentlich viel eher
arbeiten. Das ist eine viel konsequentere, logischere Repräsentation des Datensatzes und die wird auch von OpTex gefunden. Sie wurde bloß bisher in der Form der Clusterordnung, sage ich mal, nicht richtig rausgespeichert. Und ich kann in der Tat so ein Dendrogramm in also eine Clusterordnung auch in ein Dendrogramm umwandeln. Die Information ist nicht völlig verloren gegangen dabei, aber ich kann das sozusagen durchaus dann zurückrechnen, wobei diese Implementierung vielleicht auch den Vorgänger nutzt, das weiß ich gerade nicht. Und jetzt haben wir hier eigentlich die bessere Form der Clusterordnung. Es ist nicht die Clusterordnung, die ich in der Reihenfolge erzeugt habe, wie ich die Punkte gerade entdeckt habe, sondern es ist eine, ja, eine Reihenfolge, wo ich Punkte mit ihren Versuchen neben ihren nächstgelegenen Punkten möglichst zu platzieren. Und ich kann jetzt die Kanten von meinem Spannbaum als meine Merges von Clustern interpretieren. Die Höhe ist im Prinzip die Länge der jeweiligen Kante und kann damit entscheiden, wo ich hier trennen möchte, um Cluster zu bekommen. Und das würde hier eben deutlich besser funktionieren. Und man sieht auch schön, ich habe wieder den beiden Ohren sehr gut getroffen. Ich habe am Rand insbesondere die Ausreißerpunkte. Und man sieht hier auch noch, dass es in dem mittleren großen Cluster so drei kleinere Häufungen gibt. Die sind einfach zufällig vorhanden. Und das ist auch so eine der Kernideen, die in den Nachfolger HDB-Scan Stern eben reingegangen sind. Statt diesen Clusterordnung zu machen, baut das Verfahren direkt einen Spannbaum auf und extrahiert dann basierend auf dem Spannbaum, auf den Höhen- und Dichtenunterschieden in diesem Baum die Cluster. Das ist einfach eigentlich die bessere Vorgehensweise. Sie ist aber auch in gewissem Sinne dann weniger überraschend, weniger innovativ. OpTex kam schon mit einer sehr neuartigen Idee her und ist eben auch mit der Integration in den Suchindex ganz schön.